Wir leben in einer Welt des Wandels, der Chancen, der Gewinne, aber auch der Risiken. Klassische Anlagemodelle werden entwertet, erwirtschaften keine Rendite, sind kompliziert und undurchsichtig. Level 7 Global Holdings ist eine innovative Beteiligungsgesellschaft mit Investments in Märkten, die noch nicht erschlossen sind, starkes Wachstumspotenzial aufweisen und langfristig Gewinne erwarten lassen. Einfach und transparent. Mit unserer dualen Portfoliostrategie werden auf nachhaltiger Basis sowohl Erträge als auch Kapitalzuwächse angestrebt. Wir kombinieren die Investments. Junge Unternehmen, die kurz vor dem Börsengang stehen, etablierte Unternehmen mit positivem Cashflow, die weiteres Wachstumskapital benötigen. Damit erzielt das Level 7 Beteiligungsportfolio optimale Balance zwischen attraktiven Gewinnchancen und stetigen Kapitalerträgen. Anlagen und Risikomanagement werden kontinuierlich evaluiert, jährlich transparent auditiert und sind steuerneutral für den Emittenten. Unsere Exchange Traded Instruments, ETIs, Handelsplatz Deutsche Zertifikatebörse Frankfurt mit Coupon oder Gewinnbeteiligung können über Broker oder Handelsplattformen erworben werden. Die Wertpapiere werden durch das Portfolio von Vermögenswerten abgesichert und bieten zusätzlich eine Partizipation und oder Gewinn- und Vermögenszuwächse. Eine derartige Portfoliobeteiligung und Risikostreuung ist bekannt von großen institutionellen Anlegern und steht Privatanlegern bislang kaum zur Verfügung. Jetzt können auch qualifizierte Privatinvestoren mit einer einzelnen Anlage in Dutzende von Unternehmen und Sektoren investieren. Media, Entertainment, Trading, Onlinehandel, Immobilien, Medizin und Retail. Mit hohen Ertragschancen bei minimierten Risikofaktoren. Bis Ende 2017 planen wir ein globales und diversifiziertes Investmentportfolio sowie die Einführung weiterer branchenspezifischer Anlageprodukte, um zukünftig der Ansprechpartner Nummer 1 für Ihr Investment zu sein. Wir freuen uns auf Sie. Dabei ist und bleibt unser wichtigster Wert Ihr Vertrauen.